Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wieder ein Craft-Update zum Thema ATCs. Ich möchte euch wieder mal gern zeigen. Aus der Facebook-Gruppe Renis Bastelkau, also auch hier bei YouTube so zu finden. Und das Thema, wie soll es auch anders sein, ist ja auch bald. Und zwar Valentinstag. Jo. Ich zeige euch schnell die Materialien, mit denen ich gearbeitet habe und dann zeige ich euch die ATCs und natürlich kommt im Anschluss, wenn die Post da ist, in dem Fall ist sie ja dann schon da, wenn ihr das Video seht, yeah, aber ich erkläre mich auch immer wieder, die Post von meinem Tauschpartner, Tauschpartnerin, das weiß ich jetzt noch nicht, nämlich hatte nämlich jetzt etwas vorgebastelt und dementsprechend auch das Video vorgedreht und deswegen weiß ich noch nicht, ob Männlein oder Weiblein. So. Und die liebe Reni kriegt von mir auch ein Set. Und zwar dessen geschuldet, sie ist nicht so der Valentins-Fan und ich hatte nach einem Thema gefragt, weil ich noch, ob sie schon weiß und ob sie sich drauf einlässt. Und ja, jetzt hat sie mich verdonnert, ihr natürlich auch noch welche zu basteln. Yay! Okay, fangen wir an. Und zwar Reste und zugeschnittene Papiere aus dem Hobbykarton vom Action. Dann habe ich mit dem irisierenden Embossing, Embossed Paper hier vom Action gearbeitet. Genau. Dann des Weiteren habe ich benutzt den 5x30 Block vom Action. Die sind da welche. Ja, das schreit ja schon danach. Dann mit diesem auch vom Action und dann mit diesem ebenfalls vom Action. Yay, wie soll es auch anders sein? So, dann habe ich mit Stanzen gearbeitet. Ja, und zwar mit dieser kleinen Herzstanze. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Hatte ich mir mal gekauft. Und dann von die Amazone. Na, da habe ich mit den drei kleinsten hier gearbeitet. Aber die liegen bei mir gerade noch auf dem Tisch. Und jetzt habe ich gerade die mir schnell gegriffen. Die Stanze. Und dann mit dieser. Ich glaube, das ist. Ja, vom Action die. Genau. Oh je. Wenn man nur alles im Hirn hätte. Und last but not least. Nee, doch nicht in last but not least. Ich habe ja doch wieder was verwendet. Sticker. Süße Einhörner. Wie immer. Irgendwie musste ich ja noch einen Stickerbogen verbasteln. Also weiter verbasteln. Und jetzt aber last but not least habe ich damit gearbeitet. Kein Plan mehr, wo ich die her habe. Das müssten die vom Action sein. Und die mal vom TD Action, keine Ahnung, irgendwo her geschenkt. Kein Blassen. Also auf jeden Fall mit diesem ganzen Glittergeschwader hier. Ne? Und jetzt fällt alles runter. Ich mal lieber aus dem Weg, ehe die jetzt noch aufgehen und ich das ganze Zeug live in der Kamera vorteile. Juhu. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wie immer zeige ich euch meine Valentinsinterpretation. Und zwar Pinky Valentine's Day. Und ihr seht, es sind Shaker ATCs. Ja, schick. Ja, da habe ich hier ausgestanzt und oh nein, das Telefon klingelt. Moment, sorry. Oh mein Gott, muss das gerade jetzt stören? Hatte ich doch vergessen, das leise zu machen. Also über einen Lautsprecher, also egal, über Lautsprecherbox. Ja, also zurück zum Thema. Wir shakern uns hier durch den Pinky Valentine's Day. Das ebenfalls noch zwei weitere Male. Ach, dieses Geräusch, schön. Ja, da habe ich drei davon gemacht. Dann habe ich mit einem gearbeitet. So, mit einem ausgestanzten. Da flattert da spaziert das Einhorn durch. Ich habe mich immer auf dem Weg hier. Auf dem Weg.
So. Ja. Dann haben wir noch dieses. Hier so ein bisschen sehr viel Glitter drin gelandet, weil da kam aus einmal so viel rausgeschossen. I'm so sorry. Und dann haben wir hier noch das gelbe Einhorn mit dem Muffin, was hier noch rumwackelt. Und dann haben wir, ach so, wie heißen sie denn hier? Valentinstags-Einhorn. So. Total kreativ. Und dann habe ich hier noch die ausgestanzten Restteile verwendet. Und das ist Valentine in Yellow. Naja, nicht ganz, aber fast. So. Und die sehen sich wirklich sehr ähnlich alle. Hier ist wieder ein bisschen mehr Glitter drinne gelandet. Ja, das sind meine Valentinstags Bastelsachen, Karten, etc. Teile. Nichts Aufregendes, Großartiges, aber ich wollte unbedingt gerne mal Shaker ATCs machen und naja, die können schon ganz schön, sag mal, Zeit in Anspruch nehmen und deswegen sind es nur 9 Kärtchen geworden. Ihr Lieben, ich warte jetzt noch auf, logischerweise erstmal darauf, dass ich weiß, wen ich so als Tauschpartner bekomme, weil jetzt war ich ein bisschen straff unterwegs hier mit der Bastelei, aber das ist ja völlig wurscht. Ich werde meine jetzt schon mal verpacken und ja, dann auf die Reise schicken, wenn es soweit ist. Genau. Bis. Wollte ich jetzt noch irgendwas? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch was sagen wollte. Nö. Für euch bis in einer Sekunde und für mich heißt noch ein bisschen warten. Also bis gleich. Juhu, die Post ist da und sie liegt auch schon eine Weile da. Ich trinke hinterher. Es tut mir leid. Es tut mir ganz doll leid. Ja, warum liegen jetzt hier 2 Umschläge? Und zwar ist das nämlich jetzt der Tausch zum, wie gesagt, Valentinstag mit der lieben Anneliese. Und bevor wir es wussten, hatte ich der lieben Anneliese ein Stempelset abgekauft. Moment, muss ich mal hier raus, sonst liegt mir alles im Weg. Und zwar von VBS. Und das sind hier so die süßen Blümchen. Ich habe gerade geguckt, ob das einen Namen hat. Die kleine süße Fee. Die Ultra Creepy Sneaky Peeky Schnecke hier, die ist irgendwie ist die cool. So richtig so, wie auch, der hat mich so an so ein wie Kinderbuch von früher die Zeichnung erinnert. Irgendwie so ein bisschen süß und creepy, niedlich. Also und mit den Pilzen hier drauf. Ja, dann der zarte Schmetterfink. Dann hier die kleine Koboldchen hinter seinen Pilzen. Die wunderschönen Fliegenpilze. Und hier nochmal der Gnomi etwas größer. Ja. Dann hat sie mir zugeschickt und dann waren wir dran mit Tauschen. Wir haben uns ja bald zerschüsselt vor Lachen. Ach ja, hier sehe ich gerade noch, hier gibt es noch mehr von VBS. Kann man das erkennen, wenn ich das hier so reinhalte? Wenn ich das hier hinhalte und ein bisschen ranzoome. Guckt mal. Könnt ihr vielleicht auch sehen, das ja diese Bestellnummern. Vielleicht gefällt euch ja was. Ganz toll. Und hier unten. Subi. So. Oh Gott. Langsam wieder raus hier. Oh Gott, jetzt habe ich dich ja ganz verstellt, mein Hasi. So. So können wir arbeiten. Ja, also dann nochmal vielen lieben Dank, dass das so subi geklappt hat. Meine liebe Anneliese. Entschuldigung. Habe ich jetzt gerade einen Namen dran gefressen. So, und das ist dann kurz darauf die Tauschpost. Und aufgemacht habe ich sie schon. Oh Gott, ist so leicht, sieht ein bisschen unsittlich aus. So. Jetzt. Oh Gott, Hilfe!
Was habe ich alles? Muss mal schnell reingucken. Oh mein goodness, was kommt da alles? Ich gehe mal davon aus, dass hier die ATCs drin sind. Das Beste zum Schluss. So, da fangen wir einfach mal der Reihenfolge nach an. Ich habe, ach, von Idee, ja. Auch, den haben wir auch, den Bastelladen. Die haben richtig, das Wort mit, die haben richtig einen guten Stuff. Aber ich muss auch sagen, manchmal denke ich mir so, oh nein, teuer, 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 teuer. Aber na gut, ich sage mal so, wenn man das verdammt Gutes haben will und man weiß und, dann gebe ich auch gern Geld für gewisse Dinge aus. Aber bei manchen Sachen denke ich mir, nö. Einfach nö. Ja, also von Ideen, bunte Federn finde ich gut. Das Einzige ist bloß immer noch, man klebt immer so an den Dingern fest und dann fusselt das hier überall rum ab. Ich mag sie, sie sind nämlich ganz weich. So, dafür schon mal viel, viel, vielen lieben Dank. So. Dann haben wir hier eine Karte. Sie hat das Papier hier so weitergemacht. Es geht hier auf. Schönes Stanzteil. Denke mal, sie hat hier mit einem Plotter gearbeitet, weil das ist. Ich habe ein Haar im Mund. Habe die Federn noch gar nicht aufgemacht. Perforiert, wollte ich sagen. So, ich gucke erst mal rein, was sie. Es klappt sich erst mal so auf. Nicht mit, ich guck mal rein und lese mal schnell. Es hat mich gefreut, würde ich die ATC-Karten zu machen, hoffentlich. Hoffe, sie gefallen dir ein klein wenig. Ich das schon wieder höre. Tiefstapelung. Liebe Grüße, die Anneliese. Ja, das lässt sich, wie gesagt, hier aufklappen. Sehr, 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 sehr schön. Gefällt mir. Vor allen Dingen, ich mag Rosen, ich mag Rottöne. Ich habe immer noch ein Haar am Mund. Also, förderlich. So, was hat sie hier noch für mich? Papier, Papier, Papier. Oh, das ist. Man hört das? Nicht so dieses dünne 15x15 Papier, sondern schon ein bisschen mehr. So, da ist das. Ach, doppelseitig. Sehr schön. Da haben wir so. Sieht man das überhaupt? So ein rosa Ton? Ne, die Kamera fängt es nicht richtig ein. Schade. Jetzt sollte es aber mal weg sein hier. So, da haben wir hier Blümchen oder Mandalas oder wie sagt man denn dazu? Blümchen-Mandalas. Und das ist ein Grauton hier hinten. Schade, die Kamera fängt es gar nicht auf, der ist ganz seicht. Das ist aber freundlich, das glitzert. Da. Das glitzert. Das ist aber auch ein sehr fröhliches Papier. Die sind bloß einseitig, aber die haben. Nee, ach, das ist einseitig, okay. Das ist auch, ich denke mal, passend zu dem. Noch ganz freundliches Papier. Ja, das ist das einseitige. Hier haben wir nochmal Brümchen. Die glitzern auch. Ich denke, das ist auch passend dazu ausgewählt. Guck mal hier. Ja, sehr schön. Also, geht schon wieder gut los hier mit mir. Und dann haben wir. Digi-Stamps oder wie nennt man das? Das ist doch ausgedruckt, oder? Total süß. Guck mal. Sind wir beiden das? Ach nee. Oh gut, okay, ich trage auch die Weste und du das Röckchen. Dann haben wir uns eben so lieb. Und ich habe mir Valentinspralinen geschickt. 3 Stück, da kann ich dick und rund werden. Und hier hat sie noch mehr. Oh, süß. So süßelig. Da freue ich mir. Ein kleines Ohrchen. Nilipfanten. Ja, cool, cool, cool. So, jetzt muss ich mir das erstmal hier ein bisschen gescheiter hinlegen. Damit wir hier dann auch die Hauptakteure uns ordentlich bestaunen können. Ich glaube, das mache ich mal so. Oh, sieht doch ganz nett so aus. So, dann ziehe ich mir das hier ein bisschen runter. Und dann werden wir uns den Hauptakteuren widmen. So, liebe Grüße hat sie mir gebastelt und in Rot. Ja, ich mag ja Rot, ich liebe Rot. Man soll es kaum glauben.
Ich frage mich schon manchmal, warum Flamingos nicht rot sind. Dann hat sie hier ein Album gebastelt. Und hat sie so einen Verschluss. Den finde ich ja richtig cool. Das sag mal, einfach simpel, total cool und macht so viel her. Ja, feini. Das gefällt mir. So, und ich sehe schon was. Guck mal. Na, hat sie meinen Mann und mich ganz gut getroffen. Da habe ich noch kürzere Haare gehabt. Ja. Oh mein Gott. Warte mal, jetzt muss ich mal das mal ran. Du hast den Hintergrund auch selber gedingsbumst. Ja, koloriert. Oh Gott. Richtig schöne Szenerie. Valentin, 1:3. Ja, das gefällt mir gut. Das sind Standsteile. Ja, da hat sich ja mal richtig Gedanken für mich gemacht. Das ist ja richtig cool, richtig lieb. Ich liebe es, wenn sich jemand, also alle, aber ich meine jetzt speziell jetzt persönlich auf mich bezogen, so süße Gedanken macht. Oh ja, das gefällt mir auch. Guck mal, mit einer Prägeschablone und also das, sowas gefällt mir richtig gut. Und das dann auch ordentlich aufkleben, dass es auch schön aussieht. Das gefällt mir. Ich gerade drauf staunen. Ja, das ist Valentin 2/3. Und dann sind hier die niedlichen Nilis. Also hast du dir übelst die Mühe gemacht, diesen ganzen kleinen ausgestanzten Fusselkram da für mich aufzukleben. Ach Gott, ist das süß. Ja. Und die Verpackung ist, also ich, I love it. Simpel, einfach und doch so wirkungsvoll. I love it, love it, love it. Mach mal hier die Schleife rein. So. Ja, also meine Liebe, ich freue mich richtig doll über deine Post. Vielen, vielen Dank, dass du dir das so eine Mühe gemacht hast, auch mit diesem kleinen Fusselkram und die kleinen Kleinigkeiten da für mich rauszusuchen. Ich freue mich. So, gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, einen schönen Start in die Woche oder ins Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, tschüss.